Hallo und herzlich willkommen heute zu ein paar Gedanken über, ja, man könnte sagen, den Klimawandel. Der Klimawandel ist ja in aller Munde und das ist ja auch so ein Ding, was man nie anzweifeln darf, wo man ganz viele Dogmen hat und tausende Wissenschaftler und so weiter. Aber im Grunde interessiert mich das ja als Einzelperson gar nicht, was man an mich heranträgt. Also, wir wissen ja spätestens jetzt auch seit der Pandemie, wie gelenkt gewisse Aussagen in der Öffentlichkeit sind. Und wir wissen ja auch, wie die Medien geschmiert worden sind und so weiter. Also mich interessiert dieses Niveau nicht, sondern eigentlich möchte ich das Ganze, wie ich das ja meistens tue, ein bisschen distanziert aus einer Sicht, ja, die man sich allgemein erschließen kann, betrachten. Zum einen ist es so, es ist in der menschlichen Psyche immer einfach zu sagen, ich habe einen Grund für ein Ereignis und auf das fokussiere ich mich. Wenn ich also zum Beispiel sage, das Klima wird wärmer, ist eine Riesenbedrohung und ganz schlimm und CO2 ist die Ursache, dann kommt uns das entgegen, weil wir haben einen Schuldigen, einen Bösen, auf den wir uns fokussieren können. In der Regel ist die Realität aber immer viel komplexer. Jetzt ist auf einmal Methan auch schuld, Nummer zwei. Aber wie sieht es denn mit Wasserdampf aus? Und was können wir gegen den machen? Weil wenn es wärmer wird, steigt mehr Wasserdampf auf, kommen mehr Wolken, könnte ich mir es vorstellen, hat natürlich auch einen Effekt auf die Sonneneinstrahlung und wie sie sich reflektiert. Genauso gibt es halt so allgemeine Ereignisse wie zum Beispiel diese Polumkehr auf der Sonne, wo man jetzt sagt, wir sind auch in einer recht aktiven Phase und man hat ja auch offensichtlich auf anderen Planeten Erwärmungen gemessen. Ohne das einzeln im Detail zu verifizieren oder zu falsifizieren, denke ich mal, kann man sich darauf verständigen, dass das, was sich zeigt, immer Folge verschiedener Ursachen ist. Dass wir ein großes Geflecht haben von Dingen, die miteinander in Bezug stehen und dass wir das nicht so einfach mal, noch dazu massentauglich, auf den Punkt bringen können und irgendwo so formulieren können, dass es der Realität tatsächlich gerecht wird. Wir wissen zum Beispiel jetzt durch die Schmelze der Gletscher, dass unter diesen Gletschern alte Römerstraßen wieder hervorgekommen sind. Wir wissen generell, dass zur Zeit der Römer in England Wein angebaut wurde. Da war es also deutlich wärmer als jetzt. Und das hat offensichtlich nicht so sehr geschadet, weil wenn man heute sagt, große Methanblasen in Sibirien werden sich durch die Erwärmung öffnen, müssten sie ja im Prinzip bei den Römern auch schon an die Luft getreten sein. Genau dasselbe eben auch im Mittelalter. Da gab es auch eine Warmzeit und jetzt in der neueren Zeit, so 18. Anfang 19. Jahrhunderts, gab es nochmal eine spezielle Kaltzeit. Auch wenn wir uns mal so die grundsätzliche Definition angucken. Wenn eine der beiden Polkappen vereist ist, sprechen wir ja, global gesehen von einer Kaltzeit. Jetzt sind beide Pole gefroren. Und Zeiten, in denen es deutlich wärmer war, sprichwörtlich das Kambrium zum Beispiel, war eine Zeit mit üppigster Vegetation. Also ganz einfach von außen gesehen, finde ich, ist dieses Narrativ von, es wird ein paar Grad wärmer, kälter, auch die Geschwindigkeit wissen wir mittlerweile, es hat sehr schnelle Wandel gegeben. Und natürlich gab es auch Zeiten, wo es wirklich eng geworden ist für das Leben. Da gab es ein paar Epochen, wo es eben auch katastrophale Auswirkungen gab, und zwar ganz ohne menschliches Zutun. Das muss man auch mal dazu sagen. Alles insgesamt, denke ich mal, spricht auf jeden Fall nicht dafür, dass wir an irgendeinem kleinen Hebel ziehen können und dann ist alles gelöst. Katastrophen gibt es von alleine. Der Mensch wird sicherlich seinen Beitrag auch leisten für gewisse Veränderungen. Und diese Veränderungen in schnelleren und weniger schnellen Rhythmen, rauf, runter und so weiter, gehören offensichtlich zum Planeten. Und ich könnte mal sagen, wer sind wir, um die Plattentektonik anzuhalten oder aber um die Sonne in ihrer Strahlkraft zu beeinflussen? Jetzt kann man sagen, das, was wir machen, es kommt immer noch on top. Aber ja, wenn wir ja heute mal von einem atheistischen Weltbild ausgehen, wir sind ja letzten Endes auch danach gehend Erzeugnis der Evolution und dementsprechend eben ist das, was wir tun, auch letzten Endes eine Art, wie sich das Leben versucht, vielleicht ja über solche Katastrophen wegzuretten. Und da sehe ich eigentlich auch die große Chance. Wir sind nämlich in der Lage, im Gegensatz zu allem anderen uns bekannten Leben, also höher strukturierten Leben, nehmen wir mal ein paar Bakterien oder Pilzsporen aus,
in alle mögliche Bereiche vorzustoßen, indem wir uns ja so ökologische Nischen bauen, so Kapseln. Wir können auf den Mond, wir können in Erdnähe, zumindest bisher noch nicht allzu weit, aber wir können in den Weltraum expandieren. Wir können im Prinzip überall leben, wenn wir uns die entsprechenden Umgebungen schaffen. Und damit haben wir die Möglichkeit, grundsätzliche, schnelle und starke Veränderungen in den Blick zu nehmen, rechtzeitig dafür auch zu planen und uns darauf einzurichten. Und das sollte meines Erachtens unser Fokus sein, dass wir sehen, wie wir mit diesen Veränderungen zurechtkommen und wie wir uns ja trotz der Widrigkeiten der Natur behaupten können. Und das spricht jetzt nicht dafür, dass ich sage, ich kann jetzt leben wie die Axt im Walde und meinen Müll wieder in den Wald schmeißen, und das ist nicht das Problem. Also, dass man dagegen vorgeht, dass man jemandem sagt, hör mal zu, benimm dich verantwortlich, das finde ich ist richtig. Aber wenn wir etwas tun, sollten wir in den Blick nehmen, dass wir nicht der Nabel der Welt sind und dass das, was wir an guten Ideen haben, nicht unbedingt eine gute Idee sein muss, um es in der gesamten Welt, ja, nach unserem Erkenntnisstand durchzuziehen. Meistens machen wir damit, wenn wir brachial solche Sachen durchsetzen, eher mehr kaputt als ganz, auch mit besten Absichten. Und ich finde, dass jeder kehrt vor seiner Tür insofern erst einmal sehr gut. Das heißt, das, was wir machen können, ist ja letzten Endes uns ansehen. Jeder für sich selber hat natürlich ja einen bestimmten persönlichen Reifegrad und er hat einen bestimmten Anspruch ans Leben und er möchte natürlich, ja, die meisten zumindest, am Ende seines Lebens auch sagen, das war okay, was ich gemacht habe, ich bin mit dem zufrieden und so weiter. Ich bin der Ansicht, dass das, was wir tun können, bei uns anfängt, dass wir überlegen, was ist verhältnismäßig. Braucht es das, was wir tun, für unsere emotionale Ausgeglichenheit? Ist das im Moment eine Phase, wo ich sage, ich muss auch mal um die Welt chatten? Dann sollte man das dürfen. Wird nicht jeder immer wollen. Ich zum Beispiel, ich fühle da überhaupt kein Bedürfnis danach. Aber man guckt halt, was man in seinem Rahmen verantwortlich tun kann. Und nicht, was macht der andere alles schlimm und was kann ich dem verbieten und welche Korridore kann ich anderen erlauben und wie kann ich Afrika retten und was weiß ich. Das ist alles nicht die Kragenweite der einzelnen Personen. Der Mensch, der etwas verbessern will, der sieht zu, dass er selber für sich etwas tut, hinter dem er stehen kann und für das er auch eintreten möchte. Und wenn wir das begriffen haben und wenn wir vor unserer Türe kehren, dann ist sehr, sehr viel getan. Und im gesellschaftlichen Ganzen, da rege ich natürlich schon an, eine verantwortliche Technologie immer weiter auszubauen, um sich auf kommende Eventualitäten einzurichten. Aber da, wo Menschen oder auch Gruppen versuchen, irgendeine Macht zusammenzuziehen, um anderen Menschen zu erklären, wie sie zu leben haben und wo da die Reise hingeht und vor allen Dingen, was sie alles nicht dürfen, da sehe ich in der Regel zwei Probleme. Das eine ist natürlich das Problem der Unfreiheit, des Faschismus auf der politischen Ebene. Und das andere ist dann wirklich, dass wir mit unserem begrenzten Wissen, wenn wir da tatsächlich die Macht haben, unsere Ideologie durchzudrücken, in der Regel einen Scherbenhaufen hinterlassen. Und beides kann ja jetzt letzten Endes nicht Ziel oder Sinn der Sache sein. Deswegen rate ich zum persönlichen Reifegrad, zur persönlichen, ja, Anschauung über das, was man eben machen kann und das, was man machen will. Und ansonsten eine gesunde Neugierde auf das, was sich in der Welt bietet. Technologische Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung, immer auch, dass man einen ethisch-moralischen Aspekt mit in seinem Tun berücksichtigt, einen festen Boden unter den Füßen. Das, würde ich sagen, wäre mal so ein Ansatz, den ich für gut halte und freue mich auf Anregungen und Kritik.